Wir haben jetzt hier am Richard-Wagner-Platz eine Station heute eröffnet und werden eine am Rochusmarkt auch noch eröffnen und haben dann mit Simmering insgesamt 3 Wienmobilstationen in Wien. Nächstes Jahr ist es unser Ziel, zumindest insgesamt 6 Wienmobilstationen zu haben. Und dann hoffe ich, dass es mit der Stadt zügig vorangeht, dass wir an die über 100 Wienmobilstationen haben. Wir nur ein Netz von solchen Wienmobilstationen machen, macht doch wirklich einen Sinn. Nein, das geht relativ einfach mit einer App. Und dann kann man hier also alle Möglichkeiten ausnutzen. Das heißt, es ist auch schon eingespielt, weil es ja Citybike-Stationen auch schon längere Zeit gibt. Das heißt, da wird man sich relativ rasch auskennen und dann nützt man die Möglichkeiten und steigt auf das Gerät, das man haben möchte und ist dann in Otterkring in Wien unterwegs. Ich möchte den Menschen sagen, wenn sie mit dem öffentlichen Verkehr und den ergänzenden Mobilitätsformen unterwegs sind, dann sparen sie über 1,5 Millionen Tonnen CO2.